Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Vlog. Mein Name ist Katja und die tolle Frau, die neben mir sitzt, heißt Vicky und das ist meine Frau. Und wir sind unterwegs nach Bulgarien zu einem Skigebiet, das Pamporovo heißt. Und wir fliegen nicht von Frankfurt, was wahrscheinlich viele denken würden. Wir wohnen nämlich in Offenbach und Frankfurt ist wirklich ein Katzensprung entfernt. Aber von Frankfurt gibt es zurzeit keine Flüge nach Pamporovo, sage ich schon, nach Plovdiv. Plovdiv ist einer der größeren Städte, einer der Metropolstädte in Bulgarien. Es gibt von Frankfurt aus nur Flüge nach Sofia. Und das ist für uns etwas problematisch, denn in Sofia haben wir niemanden, der uns dann nach Devin fährt. Devin ist der Heimatort von Vickys Mama und da ist Vicky auch groß geworden. Und da liegen auch unsere Snowboard-Sachen und das Skigebiet ist nicht weit entfernt von Devin. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, mit unserem Auto nach Dortmund zu fahren. Es dort zu parken, was für uns günstiger kommt, als von Sofia ein Taxi oder irgendwie, ja doch, wir müssten dann ein Taxi nehmen, denn die Flüge sind recht spät, wir würden spät landen und das Problem haben wir grundsätzlich immer, wenn wir nach Sofia fliegen, wie kommen wir von Sofia wieder an den Ort, an dem wir ja, sein möchten, sein wollen, wohin wir kommen wollen. Und wir haben uns super gefreut, dass wir entdeckt haben, dass es Flüge nach Plovdiv gibt. Besser nehmen wir es in Kauf, in Deutschland ganz früh aufzustehen, mit unserem Auto nach Dortmund zu fahren, als von Bulgarien aus nach einer Transportmöglichkeit nach Devin zu suchen. Das ist dann eher problematisch. Und hier seht ihr schon unsere Landung. Der Flug dauert insgesamt 2 Stunden und der Flug war nicht super angenehm, weil manch ein Fluggast einfach nicht versteht, was die Regeln so an Bord sind. In Plovdiv gelandet hatten wir auch total Glück. Wir haben sofort einen Bus bekommen, der uns dann zum Busbahnhof gebracht hat in Plovdiv. Hier seht ihr gerade, wie klein die Mikrobusse sind, die dann hin und her fahren. Auch der Bus, der uns dann nach Devin fahren wird, wird nicht viel größer sein. Apropos, ich habe für euch kleine Karten reingestellt, in denen ihr sehen könnt, ja, wie wir uns in der Welt so bewegt haben, von Deutschland nach Bulgarien. Das habt ihr schon am Anfang gesehen und ihr werdet auch sehen, wo Devin sich befindet. Und von Devin habe ich dann auch noch eine Karte Richtung Pamporovo euch dagelassen, damit ihr da auch euch gut orientieren könnt. Dieser Flughafen in Plovdiv war früher ein, wie heißt es, so ein Armeeflughafen, da landeten nur Flugzeuge von der, ja, von der Armee. Und zurzeit sind das Frachtflugzeuge überwiegend, die dort landen, soweit ich weiß. Es gab mal eine Zeit, da landeten auch Passagierflugzeuge dort, dann wurde es irgendwie gestoppt, aber woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Es sind irgendwelche politischen Machtkämpfe, die da wahrscheinlich stattfinden, denke ich mir so. Nun gut, aber ihr seht ja jetzt in Bulgarien, total untypisch, zu dieser Jahreszeit gibt es absolut gar keinen Schnee und in Pamporovo tatsächlich gibt es jetzt auch nur gar keinen Schnee. Wir hoffen aber natürlich, dass es schneit. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Bulgarien angekommen. Das war ein langer und anstrengender Flug, aber ich erzähle euch später, wenn wir im Hotel sind, wie der Flug so war. Wir sind jetzt in Plovdiv und müssen zu einem Busbahnhof, einem bestimmten Busbahnhof. Es gibt hier mehrere, drei, oder? Hier? Ja. Vier Busbahnhöfe. Wir müssen zu einem bestimmten und ich melde mich gleich von dort, weil hier laufen wir gerade die Straßen und müssen noch unter die Unterführungen. Nicht, dass wir uns hier verlaufen oder ein Auto uns erwischt, weil wir nicht gucken, wohin wir laufen. Und die Straßen sind auch leicht holprig und wir sind auch voll gepackt. Hier sind wir am normalen Bahnhof, also Zugbahnhof, wo die Züge abfahren. Da hinten sind die Gleise und wir müssen jetzt hier unter die Unterführung, um zu unserem Busbahnhof zu kommen. Von dort aus fahren
Busse Richtung Vickys Heimatstadt. Da laufen wir jetzt hin. Aber ich wollte euch zeigen, wie schön dieser Bahnhof ist. Der wurde vor kurzem, glaube ich, restauriert. So schön sah er nicht aus die letzten Jahre. Ne? Der wurde vor kurzem gemacht. Es ist natürlich noch nicht alles gemacht, aber das da ist wirklich gut geworden, finde ich. Das hier ist unser Bus nach Devin. Damit werden wir jetzt fahren. Wir haben jetzt auch ein Ticket gelöst. Das Ticket kostet pro Person 9 Euro und insgesamt sind es 2,5-3 Stunden Fahrt. Ne? 2,5 Stunden Fahrt. Wir hatten jetzt voll das Glück gehabt. Wir dachten, der erste Bus würde erst um 5 Uhr irgendwas gehen, aber um 2.30 Uhr, bulgarische Zeit, kommt schon der Bus. Das heißt, wir werden auch früher da sein und mehr Zeit haben, um unsere Sachen dann vorzubereiten, denn morgen fahren wir direkt von Devin nach Pamporovo. So, und wie ihr seht, hier stehen mehrere Busse, die fahren in verschiedene Richtungen und bringen dann die Menschen in die verschiedenen Teile von Bulgarien. Ich glaube, es gibt sogar Busse, die nach Sofia fahren, oder? Mhm. Ja. Alle sind importiert von Deutschland. Genau, und alle Busse sind importiert von Deutschland. Das sind dann die kleinen Mikrobusse, die dann die Menschen verteilen. So mini, mini, mini klein. Da gehen wir rein? Ja, dann, los geht's. Ja, ich setze mich hier hin. Die Busse fahren los, auch wir fahren jetzt endlich los. Hier ist eine Monsterbaustelle, hier wird was gemacht. Und die Tante von Vicky wartet bereits auf uns. Ich werde euch noch ein paar Bilder machen von dem Weg, an dem wir vorbeifahren. Aber ich würde sagen, dass wir uns dann erstmal mit Bild auch in Devin sehen, wahrscheinlich auch abends, weil wenn wir ankommen, sind wir müde, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, wir müssen zu Vickys Mama nach Hause unsere Snowboards holen, dann unerwartet warm ist es hier, das heißt, wir brauchen auch andere Kleidung, wir schauen mal nach, ob wir irgendwie andere Sachen noch in Devin haben bei Vickys Mama und wenn ja, dann nehmen wir sie mit. Anschließend müssen wir noch Geld abheben, uns einen Transport für morgen früh organisieren und dann auch noch nebenbei essen. Und wenn das alles erledigt ist, wenn wir im Bett sind, dann melde ich mich nochmal bei euch. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Und hier habe ich euch die Karte dagelassen, damit ihr sehen könnt, wohin die Reise dann nun ging. Plovdiv ist eine Stadt, das ziemlich flach gelegen ist und im Sommer ist es super, super heiß dort. Es werden über 40 Grad tatsächlich und man findet kein kühles Plätzchen. Und im Winter ist es normalerweise recht kühl, recht windig. Ihr seht ganz viele Felder und wir wollen Richtung Gebirge fahren. Da fahren wir an den Dörfern vorbei. Ich dachte, für euch ist es vielleicht auch interessant, mal zu sehen, wie die Dörfer in Bulgarien aussehen. Das hat das letzte Mal euch ganz gut gefallen. Das ja, sieht man ja in Deutschland so nicht. Ne? Also das ist ja so ein bisschen für mich ein Gruß aus meiner Heimat, denn bei uns sah es ähnlich aus. Ja, ich finde es manchmal sehr, sehr angenehm, mal so einen Ortswechsel zu erleben und mal die Menschen in einem anderen Gebiet zu besuchen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, von Österreich reden würden, das sieht ja dem Deutschen sehr, sehr ähnlich oder Belgien oder Niederlande. Aber wenn man nach Rumänien reist oder in die Slowakei, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Und das finde ich dann auch angenehm für mich, mal eine kleine Abwechslung zu erleben und zu sehen, was man teilweise dann hat und was auf worauf man verzichtet. Ne? Also es ist ja nicht immer ein Verzicht, wenn man was nicht hat, sondern manchmal ist es schön, auch etwas nicht zu haben. Dann hat man
mehr Ruhe, ne? Also je mehr Klamotten sozusagen im Schrank, desto schwieriger die Wahl. Je weniger du hast, desto leichter fällt dir die Wahl. So in dem Sinne, wer es verstanden hat, hat es verstanden, würde ich mal sagen. So, und hier seht ihr uns schon den Bergen etwas näher kommen. Je weiter wir aus Plovdiv uns entfernen, desto kühler wird auch die Luft. In Plovdiv waren es an dem Tag, an dem wir gelandet sind, 20 Grad, Leute, im Januar 20 Grad. Das ist auch nicht typisch für Plovdiv, ich kenne das auch anders, aber Klimawandel lässt grüßen. Das merken wir auch in Deutschland und überall auf der Welt merkt man das. Und ja, genau. Aber dennoch, wir hoffen natürlich, dass es schneit an dem ersten Tag, an dem wir in Pamporovo angekommen sind, hat es geregnet und es regnet jetzt immer noch, als ich das Video vertone. Das ist der erste Tag, an dem ich das Video vertone jetzt für euch. Und die Prognosen sagen aber, dass es schneien soll und das hoffe ich natürlich für uns, dass diese wunderschönen Gebirge mal weißen Schnee sehen und ich auch mit meinem Snowboard. Wenn ich hier durch Bulgarien Richtung Rodopi, so heißt das Gebiet, also diese Gegend, wohin wir jetzt fahren, fahre, dann ist es eine große Ähnlichkeit mit Österreich. Also für mich, ich war auch mal in Österreich. Ach, der Pfeil, den ihr jetzt seht, das ist der alte Weg. Da unten war der alte Weg. Wenn ihr wollt, spult nochmal zurück und schaut es euch an. Diese Straße, auf der wir jetzt fahren, die wurde neu gesprengt vor einigen Jahren, vor, glaube ich, 15 Jahren oder so. Die ist relativ neu. Und der alte Weg war viel, viel tiefer gewesen. Und jetzt fahren wir recht hoch oben. Und den See, den ihr da seht, das ist ein Stausee. Um Vickys Heimatstadt gibt es ganz, ganz viele Stausees. Um die 4 Stausees gibt es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da waren wir auch schon mal ein Motorboot fahren. Das ist auch ganz spannend. Hier seht ihr die Müdigkeit. Vicky ist total müde und eingeschlafen. Wir nähern uns aber auch schon der Heimatstadt von Vicky. Das ist sie. Wir fahren in Devin hinein. So sind die ersten Eindrücke und die ersten Bilder. Es gibt viele alte, verlassene Baustellen, aber auch welche, die so aussehen und dennoch noch im Betrieb sind. Ja, Devin macht sich auf jeden Fall. Das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Dann lasst euch mal von den Bildern ein bisschen noch berieseln. Wir sind gleich bei Vickys Tante. Vicky ruft sie gerade an. Hinter mir ist Vicky und versucht sie zu erreichen. Das ist das Haus von Vickys Tante. Da wohnt sie und ich gehe nicht rein, weil da ein großer Hund ist und ich habe riesige Angst vor großen Hunden. Deswegen warte ich hier in Sicherheit. Ich zeige euch mal die Straße. So, da oben werden die Hühner gehalten, läuft die Katze rum. Holz für den Winter, oder der Winter ist irgendwie gar nicht da, glaube ich, aber hier liegt gar kein Schnee. Виж, даже се приготви да я милуваш. Ще стане ти приятел, не се пристя. Ако ги попиташ.
Und wie ihr sehen konntet, konnte ich mich mit der Hündin Chica anfreunden. Meine Angst war unbegründet. Dennoch ist die Angst aus einer früheren Kindheitserfahrung entstanden. Und für mich ist es echt immer eine Überwindung, dann auf große Hunde zuzugehen. Aber mit Hilfe von Vicky, Vickys Tante und ihrem Cousin konnte ich es. Hallo meine Lieben, ich melde mich jetzt aus einem super dunklen Schlafzimmer. Wir sind schon alle im Bett. Wir haben ganz lang gesessen, geredet, gelacht und da habe ich nur kleine Ausschnitte, die ich schon davor gesehen habe, gefilmt. Ich habe tatsächlich eine super große Angst vor großen Hunden und die Tante von Vicky hat einen Kampfhund. Den hat sie aufgenommen, sonst wäre der in ein Tierheim, glaube ich, gekommen. Und heute war ich ganz mutig und habe diesen Hund gestreichelt. Da kommt gerade Vicky rein. Sie war jetzt auch Zähne putzen. Wir legen uns jetzt schlafen. Und morgen steht noch einiges auf dem Plan. Morgen fahren wir auch nach Pampurovo. Und ja, das wollten wir uns ausschlafen. Ich glaube, wir haben in den letzten 48 Stunden insgesamt... Oh, Vicky hat Licht angemacht. Oh, ist hell. Jetzt ist es ganz dunkel. Nur 5 Stunden geschlafen, dementsprechend fühlen wir uns jetzt auch. Das heißt, uns fehlt auf jeden Fall mal Schlaf, aber wir sind sehr, sehr froh und glücklich, jetzt hier im Urlaub zu sein und wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade wach geworden und ich zeige euch jetzt einfach mal den Blick raus, da haben wir gestern gestanden und gewartet, dass die Tante von Vicky kommt. Und so schaut es hier aus. Das Mini-Balkon von unserem Schlafzimmer. Und wir sind sozusagen im Tal, umgeben von Gebirgen. Wir gehen jetzt Kaffee trinken und dann noch ein paar Sachen erledigen. Das ist das Schlafzimmer, in dem wir heute geschlafen haben. Liegt noch unser Zeug hier überall rum. Da bin ich. Unsere Koffer müssen wir nur noch nach unten tragen, Jacken. Wir gehen jetzt mit Vickys Cousin noch ein Käffchen zu uns nehmen. Und ich glaube, wir sehen uns dann noch ein bisschen später. Jetzt einmal guten Morgen von uns beiden. Wir haben jetzt Kaffee getrunken, sind durchs Badezimmer gelaufen und laufen jetzt wieder zurück zu Vickys Elternhaus, weil wir haben gestern Vickys Helm vergessen. Wir haben alle Sachen genommen, Snowboards und Kleidung, aber wir haben den Helm vergessen und wir haben auch unseren Föhn vergessen. Weil in den Hotelzimmern gibt es entweder keinen Föhn oder es gibt diese blöden, mit denen man 3 Jahre die Haare föhnt. Und anschließend möchten wir noch durch die Apotheke, weil hier gibt es die Tabletten, die ich nehme, immer wenn ich meine Tage habe. Die in Deutschland sind, müssen wir geradeaus. Ja. Die helfen mir leider nicht. Und, oh, wartet mal, ich zeige euch ein schönes. Schaut mal, wie schön. Ich filme mal. Von deinem Vater? Ja. Ah, hier in der Höhle gab es, da ist was drin. Immer noch unser Alpenhund. Genau. Da hat Vickys Papa damals vor wie vielen Jahren, über 20 Jahren wahrscheinlich, sogar mehr, eine Diskothek drin gehalten. Also in der Höhle ist eine Bar sozusagen oder sowas drin. Er hat da so auf verschiedenen Niveaus gesprengt. Innen drin, damit jede Sitzmöglichkeit auf verschiedenen Niveaus steht. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören konntet. Also innen drin hat Vickys Papa selber die Räume ausgesprengt, so dass man auf verschiedenen Niveaus sitzen oder sich bewegen kann. Also, aber da haben wir jetzt keinen Zugang zu. Eine Sporthalle. So, da oben ist die Sporthalle, das da. Da. Diese weiß, jemand ja. Spielt Volleyball. Ja, da spielen die Leute gerade, Vicky. Sagt mir das. Da hast du früher auch trainiert, ne? Da habe ich angefangen, meine sportliche Karriere. Da hat Vicky sportliche Karriere angefangen, genau.
Tesla. Schaut mal, das ist echt sehr, sehr schön. Wir befinden uns umzingelt von Bergen, so wie ich heute früh schon sagte. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön, hier zu sein und zu leben. Ich glaube, wenn die Menschen noch so ein bisschen mehr Geld hätten, würden die Häuser auch anders aussehen. Aber so ist es mal auch was anderes. Hallo Katze! Hallihallo! Fette Katze, ja. Nicht so wie unsere Katze. Unsere Katze müssen wir fett füttern. Ja. Der kommt jetzt mit uns. Hi. So. Hi Murchi. Ah, guck mal. Guck mal, was für eine süße Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Ui, ui. Du. So, ihr wolltet Vicky sehen. Hier habt ihr die Vicky. Könnt ihr die Vicky anschauen. Ja, in der Apotheke wollten wir, wegen den Medikamenten, einmal für Vickys Mutter, sie brauchte noch was und ich brauche auch für mich was. Also ich weiß nicht, warum diese Medikamente es nicht in Deutschland gibt, aber gibt es nicht. Die gibt es in Serbien, glaube ich, und in Kroatien. So. Genau, und deswegen besorgen wir uns das und dann kommt Vickys Onkel Mutterseits. Der holt uns ab und fährt uns nach Pamporovo. Und ich würde sagen, aus Pamporovo wird es dann ein neues Video geben. Dieses Video an der Stelle beende ich, weil ich merke, es ist auch super windig. Ich weiß gar nicht, ob ihr was hören könnt. So, Vicky winkt euch. Tschüss. Ach, tschüss. Bis Pamporovo.